So, dann einen schönen guten Abend, liebe Pressevertreter, liebe VIP-Gäste, liebe Spray-TV-Zuschauer. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel Isbad Neum gegen die Bietigheim Steelers. Heute Abend ein 5:4 Erfolg nach Verlängerung unserer Gäste vor 2098 Zuschauern. Ich habe beide Coaches bei mir vorne, zu meiner linken Kevin Godet von unseren Gästen aus Bietigheim und natürlich auch unseren Trainer Petri Kojala. Ich möchte aber gerne dich erstmal fragen, Kevin, ich denke mal Tatort schauen ist langweiliger. Was sagst du denn nach diesem Spiel heute Abend? Ja, schönen guten Abend. Wir haben wie bei Nauheim letzte Wochenende viel Verletzte gehabt, obwohl das ist letzte zwei Jahre, dass wir haben viel Verletzte. Und wir haben gewusst, es wird schwer heute. Sie sind komplett und zu Hause natürlich eine sehr gute Mannschaft, hervorragendes Publikum. Und sie haben gekämpft. Beide Mannschaft hat gekämpft. Beide Mannschaft hat gut Defense gespielt. Wir haben nicht so viele Chancen zugelassen. Ramo war hervorragend in unserer ersten paar Überzahl. Und dann die Nauheimer waren sehr effizient. Sie haben 3-1 in Führung gegangen. Natürlich die 3-1 in die Ende der zweiten Drittel hat wehgetan, weil es ist nicht einfach zurückzukämpfen natürlich. Und, aber die Jungs haben nicht aufgegeben. Wir haben geglaubt, weiter gekämpft, die 3-3 gemacht und dann wir kriegen zweimal 5 gegen 3 oder 3 gegen 5 in die letzten 4 Minuten. Ich denke, die Zuschauer waren sauer mit dem Schiedsrichter die ersten zwei Drittel und wir waren sauer mit dem Schiedsrichter in den letzten 5 Minuten. So, ich denke, das sagt etwas, denn sie haben ein Tor geschossen und dann natürlich, ich bin lange Zeit in diesem Geschäft, aber was ich habe gesehen danach, es passiert nicht oft. Ne? Wir schießen ein Tor, kein Tor und dann mit 10 Sekunden, ich habe auch gedacht, das kann nicht passieren, ne? Außer von die blauen Linge, ein Bulli und du schießt die 4-4 und you know, man braucht auch Glück, you know, das zu machen. Ne? Es ist so. Und dann natürlich die 3 gegen 3 ist eine Glückssache und wie gesagt, wir haben ungebraucht Glück heute und danke schön, dass das war auf unserer Seite. Danke. Ja, danke schön Kevin, Petri. Kevin hat gesagt, Glück war heute auf der Seite der Steelers, haben wir heute ein bisschen Pech gehabt? Ich fand es jetzt nicht so Glück, was die Petri kam. Wir wussten natürlich, dass die vier, fünf Leute fehlen, aber wir wussten auch, dass es macht eigentlich nichts zur Sache. Wir müssen trotzdem sehr geduldig und defensiv unsere Sache gut machen. Das sind so Ausnahmen können wie McKnight, die allein Spiele drehen können oder gewinnen können und haben das auch sehr geduldig gemacht in den 3-1. Natürlich, wir hatten nicht viele Chancen, aber wir haben die ausgenutzt und im letzten Drittel dann 3-1 Führung natürlich. Ja, musst du ein bisschen cleverer spielen. Wir haben da so eine Phase gehabt, wo wir wirklich nicht mehr die Sachen gemacht haben, was wir machen sollten. Und gegen Bietigheim reicht es nicht, 59 Minuten, 59 Sekunden konzentriert zu sein. Das ist natürlich saudumme Tor, was wir da kassieren. Noch am Ende 10 Sekunden Pulli außen und direkt aus dem Pulli nochmal den. Aber für mich war es klare Tor, sofort, wenn der Schiedsrichter hat das von mir aus nicht mehr schauen können. Also da darf man nicht meckern, aber natürlich, wir müssen ein bisschen cleverer werden bei manchen Situationen und dann wird das wieder. Ja, danke schön, Petri. Danke schön beiden Coaches für eure Statements. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse, sofern es welche gibt. Das Mikrofon dort bitte benutzen, danke. Frage an Kevin Godet. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als der Schiedsrichter das dritte Mal die Bildschirmgeste gemacht hat? Ja, wie gesagt, ich bin Trainer lange Zeit. In dieser Liga in den letzten 5 Jahren, da war kein Bildschirm-Dinger-Sache. Das war immer eine Entscheidung. Und jetzt mit dem Bildschirm, man sieht das oft in der DL, das passiert oft auch. You know, das ist so. Und am Ende ist es gut, dass wir haben diese Sache, weil das sagt ja oder nein, ist echt Tor oder kein Tor. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn es dann keine mehr gibt, wir haben noch ein paar Ergebnisse. Alles Endergebnisse. Heilbronn gegen Frankfurt 3-6. Bayreuth gegen Kassel 5-2. Kaufbeuren gegen Ravensburg 2-3.
Freiburg gegen Dresden 3:1, Weißwasser gegen Garmisch 4:2 und das Spiel Krimmenschau gegen Rosenheim ist in der Verlängerung 3:3. Und das ist auch das Stichwort, denn wir fahren ja am Sonntag nach Rosenheim, Petri, mit der Mannschaft, mit dem Sonderzug, über 700 Fans, wird eine tolle Sache. 8.30 Uhr morgens geht es hier los von Bad Nauheim und dann unser nächstes Heimspiel nächste Woche Freitag, das ist der 2. Dezember, dann das Derby hier gegen Frankfurt um 19.30 Uhr. Also Dankeschön euch beiden nochmal, guten Nachhauseweg, euch nach Bietigheim, alles Gute für nächsten Spiele, unserem Team natürlich am Sonntag alles Gute und uns allen ein schönes Wochenende, bis nächsten Freitag. Dankeschön, ciao.